So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe mir mal wieder den Tim geholt. Guten Tag, meine Freunde der Sonne. Und wir sind immer noch am PC, einfach aus dem Grund heraus, weil der Tim einfach viel zu weit weg wohnt. Und wir machen heute Grixis Arcanist gegen Death and Taxes. Ich gehe mal davon aus, dass das Grixis Arcanist Deck auch nach wie vor Kolaghan's Command spielt. Ich müsste, also Kolaghan's Command ist ja eigentlich so ziemlich in jeder Grixis Farben. Selbst Grixis Delver spielen ja Kolaghan's Command im Sideboard und sowas. Weil das sieht jetzt halt so nach einer Runde aus, die schon mit Absicht aufgenommen wurde. Ich nehme einfach generell auf. Also es ist niemals so, dass was mit Absicht aufgenommen wird, sondern ich hänge einfach die Kamera drüber. Also es ist jetzt halt so eine Runde, wo man sich quasi für abgesprochen hat, dass man dieses Matchup spielt. Naja, ich habe gesagt, bring ein Deck. Ich bring ein Deck. Achso, ja, okay, gut. Okay, also doch eher tatsächlich, random. Tatsächlich, ja, bei mir ist es tatsächlich so, die werden ganz, ganz random aufgenommen, wenn ich gerade mal Zeit finde. Und dann können die Leute auch bringen, worauf sie gerade Bock haben. Weil das wirkt jetzt halt nicht so nach einem Matchup, was Death in Texas gerne spielt. Nee, ich denke auch nicht, tatsächlich. Die Frage ist, inwieweit der Arcanist-Teil diese rohe Power, die Grixis Control halt hat, schwächt oder stärkt. Weil im Delver ist es tatsächlich so, dass die Power davon, dass die Power davon sehr viel stärker wird durch Arcanist. Auf jeden Fall. Das Deck wird halt langatmiger. In einem Kontrolldeck, wo du halt eigentlich Kolaghan's Snappy Kolaghan's machen möchtest, bin ich mir unsicher, ob du halt mit 3-4 Arcanisten immer noch 3-4 Snappy spielen kannst. Das glaube ich halt eher weniger. Okay, also ich gehe aktuell jetzt, von einem Snappy aus. Ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass Grixis Arcanist dann doch so eine hohe Anzahl an Arcanisten spielt. Ich glaube, drei oder vier Stück. Runde einen, der spielt das Deck, aber der spielt halt nur 2 Arcanisten, damit er halt mehr Snappies spielen kann. Ja, genau. Und das ist halt jetzt die Frage, inwieweit hier, wie viele Arcanisten hier halt rumfliegen. Strix auch eine ziemlich gute Karte gegen Death and Taxes. Das Grixis hat tatsächlich sehr viele gute Karten gegen Death and Taxes. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Vor allen Dingen mit dem Plague Engineer, der tritt ja auch noch mal gut zu. Oh ja, ja, ja. Alleine auch sowas wie Petty Thief und so weiter und so fort. Das ganze Deck ist sehr gut aufgestellt gegen Death and Taxes. Und, weil wenn ich das jetzt so sehe bei dem Grixis-Spieler, der hat, glaube ich, nur noch Duels in der Flosse. 2 Stück, aber dass ihn jetzt halt Wastelands potenziell doch schon bestrafen könnten. Ja. Mächtiger Phyrexian Revoker. Gegen Grixis Arcanist. Ich glaube sogar, ich wüsste, welche Karte angesagt wird. Ja, ich weiß sogar, welche Karte angesagt wird. Und zwar Teferi, der Zeitreisende, glaube ich. Oder der Controller der Zeit oder so. Ist das der Neue? Ja, der ganz Neue. Ich habe den tatsächlich anfangs voll falsch gelesen. Ich hab diesen Part überlesen, dass das nur mit seinen Fähigkeiten geht, dass man die auch im gegnerischen Zug benutzen kann. Ach so. Ich dachte mir die ganze Zeit so, what? Boah, das ist ja mit dem Mindsculptor super mächtig einfach. Aber kannst ja nur seine Fähigkeiten benutzen. Das reicht schon. Da kommt der Arcanist, das ist ziemlich gut. Da ist noch ein Bolt, damit kann man den Teferi ziemlich easy befreien. Und ziemlich schnell. Ja, Strix für 1. Die Clock des Grixis Arcanist-Spieler. Für 2, dann wahrscheinlich eine Stormforge. Jo. Stormforge ist jetzt hier natürlich die Frage, nimmt man hier Spot of Fire and Ice oder nimmt man hier eine Better Sky, wie man es normalerweise gegen Kontroll macht, was glaubst du? Ich würde wahrscheinlich das Schwert nehmen. Einfach auch die Strix zum Abschießen. Wobei ich glaube, Death in Texas hat sowieso gerade noch ein Schwert auf Hand, also Sword Splosher ist. Ja, aber es wird tatsächlich, das ist Sword of Fire and Ice. Jetzt hätte man glaube ich, auch machen können. Ja. Aber du kommst halt so an beiden. Genau, du kommst halt so an beiden. An beiden Kreaturen solide vorbei. Arcanist ist jetzt sowieso kein Thema mehr. Ja. Strix müsste dann ja eigentlich auch verschwinden. Ja, ist halt hier schade, dass man keine Rootquelle offen hat für den Bolt, den man auf der Hand hat, als Grixis. Ja. Arcanist-Spieler. Wenn das jetzt equipped wird, das tut dann jetzt schon weh.
Das schmeckt auf jeden Fall schon. Ja. 4 für dich, 2 für dich. Genau, schieß auf die Strix, zieht eine Karte. Ja, gut. Das ist eine Flicker-Wisp. Wäre jetzt halt noch so ein Ding. Ja, ja. Fatal-Push wäre jetzt auch gut gewesen. Oder halt das Mana anders haben. Das wäre natürlich auch ziemlich nice gewesen. Aber ich glaube, da war tatsächlich irgendwie das Problem, dass das One of Badlands wahrscheinlich in der Hand war, als man gefetcht hat und man deshalb die UC nehmen musste, obwohl man schon eine Insel draußen liegen hatte. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das kann sein. Ist nur ganz schön, wie das im Legacy halt so Turn 1 oder Turn 2 Fehler oder Probleme das ganze Spiel entscheiden. Das finde ich immer wieder interessant. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von dieser Prismatic Vista. Die auch schon mal gespielt hat, First Turn Astrolab. Ja, okay, aber dann spielen die halt 5 Color und trotzdem 10 Basics. Ja, und, oder 2, so wie ich. Ja, da brauchst du aber auch, da spielst du aber auch keine 4 Vista, oder? Nee, keine Vista, aber 3 Astrolabs. Ja. Gut, hier muss man jetzt schauen, genau. Bolt, die Stoneforge, okay. Scheint ja einfach auch nur als Removal. Wird nochmal reingeschwungen. Kann man jetzt irgendwas machen? Nee. Aber wenn. Kommt richtig Damage rein. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich die Stoneforge gerade geboltet hätte. Ich glaube, es ist hierbei jetzt ein Weg, einfach nur ein bisschen Damage wegzumachen. Und normalerweise ist der Control-Spieler hier immer in der Gefahr, dass eine weitere Ausrüstung auf der Hand rumlungert. Ja, gut. Und das könnte halt gefährlich werden. wollte ich gerade sagen. Okay. Brainstorm. Snapcaster für 1, den nehme ich auch. Ja. Dann spiele ich den auch im Delver. Ja. 4-mal. Dann True Name. True Name ist natürlich auch richtig gut zum Racen. Snapcaster. Ich spiele auch keine Delver mehr. Ja, man will hier jetzt auf jeden Fall ein schwarzes Removal haben. Ja, oder halt ein Cola Guns oder ein Removal für das Swords. Ich glaube, ja. Das ist ziemlich wichtig. Frage ist halt, ob man das wirklich großartig im Deck noch hat. Ob man sich nicht komplett auf Damage verlässt und die Push zum Beispiel im Sideboard spielt. Das weiß ich jetzt persönlich nicht. Spielt man in dem Deck noch Dreadball? Nee, Dreadball nicht. Und selbst wenn, wäre es Schutz vor Rot. Das ist genau dasselbe Problem, was ich gerade eben hatte. Ich habe überlegt über Drown Loch. Wenn ich mir eingefallen, ist ja blau. Ja, genau. Das zerstört ja nur Kreaturen oder Planeswalker. Ne? Genau. Ich hatte gerade noch irgendwie Artefakt im Kopf, aber das ist, glaube ich, dieses B-Devil oder sowas, ne? Ja, genau. Aus dem letzten Ravnica. Ja. Oh, 2 Ports. Ja, das kann jetzt locker flockig aus der Hüfte runtergespielt werden, tatsächlich. Jetzt nur noch auf 4. Da muss jetzt der Treffer sein. Ja, vor allem, jetzt habe ich es noch gesehen, da ist auf jeden Fall noch 2 Kreaturen auf der Hand mit einer Flicker-Wisp und einem Rune Crusader, die auch beide ziemlich ätzend sind jetzt. Ja. Und da kann man dann end of turn entscheiden, was man macht. Ich glaube nicht, dass das noch eine Möglichkeit gibt, für den Arcanist-Spieler da rauszukommen. Ich denke, das ist schwierig. Wobei, wenn jetzt die 2 Kreaturen Marin Crusader und Flickerwisp noch in der Hand sind. Und noch ein 2. Revoker. Also so oder so. Damage ist auf jeden Fall genug auf der Hand und man hat noch 2 Ports und kann damit gleich 2 Mana wegporten. Ey, also da muss jetzt schon irgendwie. Ja, da ist übrigens der Tefri auf der Hand. Da ist der Tefri auf der Hand. Da muss jetzt gefühlt schon für jedes Mana, was auf dem Spiel liegt, im Spiel liegt. Ein Removal fliegen, ja. Das ist schon ziemlich schwierig. Glaube ich. Vor allen Dingen müssen es halt gefühlt 2 Pushe sein. 2 Pushes sein, damit. Ja, damit das überhaupt weitergeht, ist natürlich die Frage. Ja. Da wird dann das getappt. Zweites getappt für Brainstorm. Okay. Damit ist der erste Push auf jeden Fall schon mal weg. Ja, hier findet man auch nichts. Ich glaube, mit dem Brainstorm war auch eher nur so, ich gucke mal eins tiefer und gucke mal, wie weit ich komme, um noch einen zweiten Push zu finden. Ja, Sideboarding ist, glaube ich, hier relativ easy.
Der Death and Taxes Mann hat hier genug Hate mittlerweile im Sideboard. Und der Arcanist-Spieler wahrscheinlich sowas wie Abrades. Ja, Abrades ist vor allen Dingen gut gegen Death and Taxes. Also ich spiele Abrades selber auch. Im Grixis Delver wie auch im Ruck Delver. Und in keinem Matchup ist die Karte so gut wie gegen Death and Taxes tatsächlich. Ja. Weil sie beide Modis komplett volle Value ausspielen können. Die Hand gerade vom Texas-Spieler, die weggemalt wurde, einfach mit zwei Councils Judgment und einem Surgical. So, muss das sein? Ja, das würde ich auf jeden Fall behalten. Ohne Länder. Ja, dann sowieso. Ja, gut. Ich meine, als Death and Taxes-Spieler kann man sich das so mal erlauben, gerade wenn man auch mal 1-0 vorne steht in so einem Matchup, das nicht gut ist. Ja, Sparkor Manticore. Oh Gott, was ist das denn für eine Karte? Du spielst immer so komische Karten in Death and Taxes. Das ist keine komische Karte, das ist ein 3-Mana-3-4er, der, wenn der gecastet wird, eine Handkarte kostet. Okay. Der hat Schutz vor Planeswalkern. Er kann für ein farbloses Mana einem Planeswalker einen Schaden schießen oder für 3 Mana Unzerstörbarkeit bekommen. Okay, also das für 3 Mana unzerstörbar ist super irrelevant. Ja, aber wobei es kann, das kostet ja 3 Mana, ne? 3 Mana, 3-4. Genau. Es kann ihn halt mal für 3 Mana vor einem Push retten. Richtig, aber grundsätzlich ist er hauptsächlich dafür da, sowas wie Okos und so weiter abzuschalten, weil man einfach mit einem 3-4er gut damit handeln kann und Planeswalker einfach schießen kann. Jedes überflüssige Mana kann halt mal End of Turn Schaden schießen. Er ist und, auf jeden Fall elchsicher. Ja, und das Wichtigste meiner Meinung nach ist, du kannst ihn mit der Ätherfiole reinfiolen und musst dafür keine Handkarte abwerfen, weil es nur beim Casten zählt. Oh, okay, das ist natürlich dann richtig strong. Aber das musst du halt auch erstmal hinkriegen, dass du ihn dann hast und eine Weile auf 3. Das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Ich hatte habe ich letztens dem Matchup zugeguckt, Maverick gegen Maverick. Und dann hat der eine Maverick-Spieler dem anderen Maverick-Spieler seine Jitte geelcht. Mhm. Und der mit der Elch-Jitte droppt einen Karakas und holt sich die Jitte wieder auf die Hand. Fand ich super cool. Dem Moment eine legendäre Kreatur ist, ja. Ja, das fand ich richtig geil. Und dann guckt der andere, der hat richtig doof geguckt dann. Das war schon. Das ist super interessant, dass die da teilweise halt ihren Supertyp auch nicht verlieren. Ist ja auch so, dass eine Astrolab ja weiterhin eine Snow-Kreatur dann ist. Ja. Ja, da droppt die Mutter und auf jeden Fall direkt der Bolt. Ist wichtig. Ja, ist wirklich wichtig. Land into Stoneforge ist auch nicht so schlecht. Frage ist, ob die Stoneforge durchkommt. Wenn man hier jetzt einen Counter hat, würde ich den auf jeden Fall feuern. Weil die Jitte, wenn die mal connected, gerade weil man ja hin und wieder auch einfach mal mit einem Ding spielt. Ja, aber die Mystic ist ja jetzt so durch. Wenn man jetzt das Removal hat, ist das natürlich wieder eine andere Sache. Ja, ja gut, aber ist ja genau der Grund, warum man hier sich hauptsächlich immer das Sword raussucht. Ja. Ja. Da kommt der Removal. Einfach nur, weil man das Schwert auch mal hardcasten kann, was mit so einer Better Skull halt ziemlich, ziemlich, ziemlich mies ist zu tun. Auf jeden Fall. Weil da fehlt auch das dritte Land. Ja, es ist ja jetzt schon mal ein zweites dabei gekommen. Das ist schon mal, ja. Das sind Flagstones auf Trokair. Okay. Flagstones auf Trokair sagt halt ziemlich genau, dass ein Cataclysm im Sideboard ist. Und das bedeutet, es wurden auch 2 Cataclysms reingebordet. Ja. Hier muss man den casten. Und das ist eben der Nachteil von ihm. Man muss beim Casten diese Kreatur, die Handkarte abwerfen. Und dann muss man eben schauen, ob der überhaupt resolved. Und wenn er jetzt zum Beispiel countered wird, hat er geht halt 2 für 2 getradet. Das ist ziemlich mies. Hätte man jetzt nicht besser das Schwert legen können? Ja und nein. Der Vorteil ist, oh, ich habe gerade einen Tiefere gesehen. Der Vorteil, den er jetzt einfach bringt, ist, er hat mehr Power auf dem Board. Oh, Drowned Loch. Ah, die dritte Karte war die Mutter, die man mit dem abgeworfen. Wow. Wow. Unlucky. Nee, ich glaube tatsächlich, man will hier den Spark, den Manticore, einfach um Power an Bord zu haben. Weil man gewinnt halt nicht mit einer Ausrüstung am Feld. Aber ich glaube, man kann sich erlauben, weil das Fenster war ja gerade relativ offen für,
für einen ungecounterten Threat in dem Fall. Ja. Und ich glaube, den einen Angriff von dem Snapcast hätte man sich erlauben können, die 2 Damage, oder? Das geht weniger um die 2 Damage, mehr darum, dass man einfach diesen Tempo-Swing hat. Ich glaube, das sieht auch aktuell generell nicht so gut aus. Und jetzt sehe mit 2 Plecobisps und so weiter. Die werden halt niemals lange an Bord bleiben. Das stimmt. Vor allen Dingen ohne Weil verliert die Plecobisp ja auch ordentlich an Value. Ja, genau. Du bist End of Draw Step. Ja. Okay, das tut weh. Boah, das tut richtig weh. Das ist halt eine sehr gute Karte gegen Death and Taxes. Ja, auf jeden Fall. Oh, da geht eine der Flickerwisps. Mishras ist nicht schlecht. Dramana Flickerwisp. Dann nimmt man dem Gegner ein Land weg. Ich vermute mal das Blau-Schwarz, wollte ich gerade sagen. Weil mit Rot, Doppelrot kann er nicht so viel anfangen wie mit Doppelschwarz. Oh, Barefoot Strix zieht wieder eine Karte. Das ist halt schon so. Ich sehe eine Narset auf der Hand. Ein Fetchland. Aber es sind immer halt noch 3 Handkarten gegenüber halt eine Handkarte. Das ist halt schon ziemlich hart. Okay, jetzt verstehe ich nicht, warum der Snapcaster nicht angegriffen hat. Weil mit einer Flickerwisp traden ist ja eigentlich vollkommen okay. Ja, denke auch. Also für den Snapcaster eine Flickerwisp zu traden ist ziemlich okay. Weil jetzt frisst man halt die 3 sowieso. Mhm. Und hat im Umkehrschluss keine 2 gemacht. Ob man hier portet, ich glaube nämlich nicht. Ist das ein Black Engineer auf der Hand? Ist ein Black Engineer in der Hand? Black Engineer, Snapcaster, Narset und der Teferi, der Time Traveler, Revealer, welcher auch immer dieser neue M21. Time Traveler oder so? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht der blau-weiße ist. Aber es ist ja der Vorteil, dass wir am PC sitzen. Da kann ich das gerade nachschauen. Hat nicht nur Nachteile, das auch mal digital zu machen. Digi was? Genau, Digimon. So. Ansonsten, ich denke tatsächlich, gerade wenn ich jetzt die Handkartendifferenz sehe, dass das nicht wirklich vorteilhaft aktuell für den Death and Taxes Mann ist, weil ich glaube nicht, dass der lange noch durchhalten kann. Ich glaube auch tatsächlich. Also mit dem, was bei dem nächsten Spieler noch in der Hand sitzt. Hm, okay. Also jetzt der 3-Mana, die 3-Mana. Ich suche mal nach einem Removal-Geschichte. Ja. Der Time Revealer ist, by the way, der Gegner darf nicht spielen und der Time Traveler ist jede Runde das machen kann, anscheinend. Anscheinend. Ich habe es jetzt nicht weiter geguckt, weil ich das Matchup ein bisschen mehr weiter angucken wollte. Ja. Er hat die Nase zum Glück das Removal gefunden. Ja, Nase das heißt, wird schon wieder gemischt. Zweites Mal graben. Nase wird schon wieder gemischt. Das ist auch wieder so eine. Ja, Nasset wird nicht gemischt. Das. Doch, das passt. Da wurde Volk wurde ja gefetcht. Ah. Mit dem Piloted Delta. Das passt soweit. Okay, I see. Ja, da okay, war das, der. Das verstehe ich jetzt aber tatsächlich wirklich nicht. Weil ich hätte. Die Nasset ist ja jetzt wieder weg. Ich glaube, ich hätte den Snapcaster tatsächlich einfach zu Hause gelassen und die Flickerwisp geboltet. Naja, man hat halt immer noch die Mishras. Ja, aber die kannst du ja immer noch mit dem Snapcaster traden. Kannst du eben genau nicht. Also zumindest nicht im Angriff. Weil die Mishras in der Verteidigung eine 3-3-Kreatur ist. Und ja, der Progress, umso länger der Grixis Agnes-Spieler jetzt keinerlei Threat findet, um den Death and Tax-Spieler unter Druck zu setzen, irgendwann zieht der Death and Tax-Spieler sich raus. In so Matchups. Eben. Deswegen hätte ich jetzt wahrscheinlich den Bolt, einfach für die Flickerwisp benutzt und mit dem Snapcaster nicht angegriffen, um nochmal mit
der Narset die Möglichkeit zu haben, nochmal 4 Karten tief zu gucken. Ja, aber du findest ja keine Kreatur. Oder sowas. Du findest keine Kreatur. Du musst langsam sicher in Richtung True Name oder ähnliches denken. Einfach nur für den Beatdown. Da kommt der gute Teferi. Haben wir so viel drüber geredet. Mal gucken, was er kann. Er zieht jetzt jede Runde 2 Karten. 3. 3 tatsächlich. Ja, tatsächlich, weil er ja eine pro Turn zieht. Dann benutzt er den Effekt in seinem Turn und dann benutzt er den Effekt im Gegnerzug. Ja, Tatsache. Der normale Drawstep, den habe ich tatsächlich verdrängt. Ja, deshalb. Das ist schon eine ziemlich gute Karte tatsächlich. Ja, auch wunderschön diesen Borderless. Ich habe mir jetzt, als die Okos aus jedem Format rausgeflogen sind, außer in den guten Formaten, habe ich mir dann tatsächlich jetzt auch mal die Borderless-Okos zugelegt. Ja, ich finde die nicht schön. Die sind so ein bunter Vogel. Nicht zu. Ich finde die tatsächlich ein bisschen cooler als die normalen. Alles klar. Ja, ich mag das mit dem Borderless tatsächlich immer noch nicht. Ich bin kein Fan davon. Ich mag meinen schwarzen Rand. So, Council's Judgment. Uff, das tut weh. Ja, es geht. Erstmal, kann man dann. Man hätte jetzt hierauf auch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nee, man kann nur eine Kreatur hier outphasen. Oh, wunderschöne Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, warum Wizards die 15 Jahre lang nicht gedruckt hat. Ja, das fand ich aber tatsächlich auch cool, dass sie das wiedergeholt haben. Dieses Phasing. Ja, ist ja ähnlich, wie sie ja Banding nochmal wieder gebracht haben in den Mystery Boostern irgendwie. Da waren ein paar Banding-Karten drin. So diese ganzen Oldschool-Sachen, die halt auch mal wiederkommen müssen. Frau Flickerbiss kommt wieder rein. Sie hat kein ETB, weil Outphasing ja nicht exilen ist. Snappy Cola Guns Command. Oh ja. Ja. Fetch, Cola. Oh, und dann noch einen Tutor, der auch richtig gut gewesen wäre. Das sieht nicht gut aus. Was hätte man sich denn jetzt mit dem Tutor gesucht? Im Normalfall Talia. Oder Stormforge. Ja. Stormforge hätte halt das Spiel auch übernehmen können. Aber so hast man jetzt halt eine 3-Runden-Clock. Das ist nicht schlecht. Ja, der Snapcaster mit dem K-Command war halt nochmal gut. Aber der K-Command müsste doch jetzt noch in den. Ja, ja, bitte. Da war es jetzt okay. Dann wird das Badlands geportet, Plague Engineer, wahrscheinlich auf Humans, einfach nur damit, da wird auch angezeigt, so, müssten die jetzt nicht auch gehen. Damit wurde aus der 3-Turn-Clock die 2-Turn-Clock. Ja. Oh, die gute Edifuel, Top-Deck, Turn 20, das ist genau das, was Death and Taxes sehen möchte. Und so hätte ich jetzt auch tatsächlich gedacht. Theoretisch hätte sich Death and Taxes aber noch einen Zug kaufen können, oder? Mit wie heißt denn dieses blöde Land nochmal? Mit der Mishra's Factory. Die lag da doch noch, oder? Nee, die wurde ja schon lange geboltet, schon lang vorher. Darum wurde sich ja vorher gekümmert. Da haben wir uns ja gerade schon drüber unterhalten. Genau. Genau das. Also ist tatsächlich so ausgegangen, wie ich tatsächlich das erste Spiel auf jeden Fall hätte gedacht, dass es ausgeht. Aber jetzt steht's 1-1. Mulligan vom Grixis-Arcanist-Spieler. Texas hält, glaube ich, 7, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, wenn man selber den Mulligan nimmt, aber man ist ja auch on the draw. Als Arcanist-Spieler, ja, genau. Ja. So, Arcanist, Brainstorm, Ponder, Ender. Aber da muss die Hand ja gerade schon wirklich richtig schlecht gewesen sein. Mit der Grixis-Spieler Mulligan nehmen muss. Ja, Wasteland Go. Ja, okay. Ja, auch ganz witzig tatsächlich. Dieses Wasteland in der ersten Runde zu spielen zeigt im Normalfall an, dass man genau das passiert, was der Gegner jetzt möchte, weil der Gegner wird sich jetzt von seinem Mindset her von seinen Dual Lands verabschieden und wird sich seine Mana-Basis selber schlecht arbeiten. Auch wenn man selber nie vorhatte, das Wasteland zu aktivieren. Weil die Hand selber. Es kommt darauf an, wie die Hand aussieht, ne? Ja. Wenn man jetzt so weit
gehen kann, dass die Hand recht gut ist von dem Grixis-Spieler, dann steht ja auch jetzt auch, ja, jetzt kann man auch sowieso in dem nächsten Zug getrost sein Duel spielen, um. Ja, geht. Wenn dann das Duel gewastelandet wird, dann ist es halt richtig bad. Und anstelle des Death and Texas-Spielers möchte man hier halt auch gar nicht das Wasteland knacken, weil man möchte seine drei Mana haben. Deswegen ist es da schon. Will jetzt unbedingt Italia loswerden. Ja, entweder Italia loswerden oder sich eben mit ihr leicht arrangieren für ein, zwei Runden. Man könnte jetzt auch einfach den Arcanisten droppen. Der Arcanist ja mit 1-3 ziemlich stabil dagegen. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Wand gegen die liebe Italia. Caracas. Oh, so ein gutes Land. Das macht es jetzt einiges schwieriger, die Italia loszuwerden. Ja. Ah, jetzt kommt ein Brainstorm für 2. Ja, sieht's wahrscheinlich. So aus. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Man hat vorher mit dem Ponder eine Karte bekommen, die anderen zwei werden weggemischt. Ja, aua. Und das meine ich genau. Wenn man halt wirklich, der Arcanist-Spieler hat relativ viele Karten mit Double Blue drin, das heißt, er muss auf Doppelblau gehen, weil er hat ja noch Duels auf der Hand. Und er möchte hier eben nicht in die Falle tappen, dass er das Wasteland aktiviert, weil er Angst hat vor dem Mana-Denial, der nicht stattfinden wird. Das finde ich halt immer ganz interessant, dass man da halt auch super hart anfangen kann mit Mindgames. Ja, das kommt ja zu oft vor. Ja, gerade im höheren Bereich, auch im Modern und im Legacy, ist es tatsächlich eine sehr harte Strategie, das gegnerische Mindset mit in seinen Spielstil einfließen zu lassen. Ja, vor allen Dingen fällt es dem Gegner nur leichter, wenn man selber sowieso schon ein bisschen getiltet bzw. gefrustet ist von dem, was man so von oben zieht. Ja, ja, plus halt in so Matchups, wenn man ein so gutes Matchup Game 1 schon eine Runde verloren hat, ist das schon ziemlich traurig. Ja. Das ist jetzt die Frage, was. Ich glaube, hier wird einfach der Moon Crusader gespielt, damit der Gegner irgendwie ein Removal, ein Bolt oder ähnliches ziehen muss. Aber man hat ja noch einen Tutor auf der Hand und man hat eigentlich wesentlich bessere Kreaturen im Deck als der Moon Crusader. Es ist einfach nur ein Target, hast du einen Bolt, dann bolte bitte jetzt. Und genau da. Also da wird aktuell sehr hart nach der Pfeife vom Death and Texas Spieler meiner Meinung nach getanzt. Jetzt müsste ja, wahrscheinlich auch ein Mountain rausgesucht werden. Obwohl man eigentlich kein Duel haben will, wird ein Mountain kommen. Einfach auch, weil man weiterhin dann diesen konservativen Weg fahren möchte mit den Basics. Genau. Und in einem dreifarbigen Deck, das Turn 3 erst die zweite Mana-Farbe rauskriegt, ist schon nicht so gut. Ich glaube aber, dass da jetzt noch eine Bloodstainmayer auf der Hand ist, die dann genau. Auf jeden Fall noch die schwarze Farbe finden kann. Genau, ab dem Moment ist es dann wieder okay, aber das Deck spielt ja auch, wie wir ja schon gesehen haben, auch Kroxas. Und Kroxa braucht zum Recast Double Red, Double Black. Oh, okay. Ich hatte den irgendwie für. Für besser. Ja. Ich hatte den wirklich. Ich habe tatsächlich bis jetzt auch nur einmal gegen den gespielt und selbst da fand ich den nicht gut, muss ich gestehen. Ich fand den jetzt bisher immer ziemlich gut. Ich habe auch mehrere davon, weil ich damit auch ziemlich lustige Decks gebaut habe. Okay. Ich finde den tatsächlich auch fairer und besser wie den Uro, aber es liegt auch einfach dran, weil ich Uro einfach nicht mag. Oh mein Gott. Gott. Okay, das ist natürlich jetzt. Also auf jeden Fall eine Bank, ja. Ja. Oh mein Gott, das war Glück. Das Land von oben, damit man immer noch. Das ist jetzt bitter. Ja. Ich meine, das Council war von Anfang an auf der Starthand. Aber es ist vermutlich. Aber selbst wenn ist jetzt die Frage, wenn das Land jetzt nicht gekommen wäre. Hätte man trotzdem das Council's Judgment gespielt? Ich denke ja, einfach nur aus dem Grund heraus, dass man ja immer noch eine zweite Talia auf der Hand hat. Oh lol. Oh, okay. Doppel-Arken ist schon nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ein zweiter Mountain drin war oder ob man jetzt hier tatsächlich mal das Duel nimmt. Aber selbst jetzt in der Situation ich hätte jetzt auch ganz getrost das Duel genommen. Selbst wenn das Duel geht, ist das mit den zwei Arcanisten auf dem Feld jetzt nicht so tragisch. Selbst wenn einer liegen bleibt, ist das okay. Mm.
Ja, aber ich habe jetzt halt noch den Tevri auf der Hand gesehen. Da will man halt eigentlich 5 Mana haben. Ist schon nicht so optimal. Und Swats. Exile plus Leben. Und. Ja. Ich glaube, sonst. Ne, ich, vermutlich macht man noch in der. Entweder jetzt oder in der Upkeep einen Wasteland. Dann könnte jetzt bis. Das jetzt zu tun. Nee, tatsächlich kann man das in der Upkeep machen, um den Gegner dazu zu zwingen, in seiner Upkeep, weil die Leute es gewohnt sind, dann auf einmal zu reagieren durch Port und ähnliches. Kann man ihn dazu zwingen, einen Play zu machen in der Upkeep, der nicht so gut ist. Aber hier wird sich für das End of Turn entschieden. Ja. Weniger Mind Game, mehr straight ins Gesicht. Genau. Gut, ansonsten. Das ist tatsächlich auch teilweise wesentlich effektiver, vor allen Dingen, wenn dein Gegner weiß, was er tut. Ja, genau. Genau. Also umso. Umso kann man jetzt einfach auch für das straight to play gehen und das getappte Badlands in den Friedhof schicken. Genau. Genau, es ist halt immer viel. Wir hatten neulich einen Artikel, den ich auch sehr interessant fand. Da war ich auch überlegen, ob ich dazu noch ein Video mache, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ist when to make plays that are not normal. Also wann mache ich. Ja, kommt der Bolt. Jetzt auf die Hand genommen. Wann mache ich Plays, die halt nicht so gut sind, wie sie eigentlich könnten, aber ich muss sie machen, weil. Und das ist halt jetzt ein Play davon zum Beispiel, wäre jetzt gewesen in der Upkeep zu Wasteland. Das ist noch ein Bolt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Arcanist. Ich weiß nicht, was die blaue Karte war. Man könnte jetzt hier den Bolt nehmen, könnte, wenn der Gegner die Talia droppt, die Bolten. Also direkt, dann hätte man sie aus den Füßen. Es ist tatsächlich, ich glaube, ich würde auch den Bolt oben lassen, einfach nur um die Möglichkeit zu haben, weiterhin nicht so seine Spells so teuer zu machen. Ja, genau. Vor allen Dingen mit dem Arcanisten dann auch mal für umsonst seine Cantrips spielen zu können, weil da sind ja noch ein Ponder und ein Brainstorm im Friedhof, glaube ich. Ja. Und, ne, sind das nicht sogar zwei Ponder? Ja, sind sogar zwei Ponder, Brainstorm. Da kommt ein Kroxa. Kroxa wird man jetzt wahrscheinlich einen Tali abwerfen, ja. Weil man hat ja genug davon. Ja. Aber jetzt sind wir halt auch noch wirklich weit davon entfernt, den Kroxa zu recasten aus dem Friedhof. Ja, es fehlen auf jeden Fall zwei Mana-Quellen. Mhm. Das ist dann halt jetzt wieder so der Punkt, wo ich den Kroxa persönlich gar nicht so gut finde. Es ist halt dieser konservative Play, der von Anfang an war. Wäre der konservative Play von Anfang an nicht gewesen, sondern hätte man wegen diesem einen Wasteland nicht so eine Panik geschoben, sondern von Anfang an einfach Duels genommen. Was Grixis Control meiner Meinung nach sehr gut kann. Auf jeden Fall. Dann wäre das Problem gar nicht erst entstanden. Okay. Talia into Recruiter. Recruiter sucht vermutlich noch eine Talia. Ich hoffe mal für den Grixis-Spieler, dass er den Bolt behalten hat. Ja, hat er. Weil dann sind nämlich, da ist das Feld nämlich jetzt ziemlich kreaturenfrei. Mhm. Oder man lässt den Recruiter einfach, ja, wobei mit der Flicker-Wisp. Ja, der Flicker-Wisp will man das ja eigentlich Fall, nicht. Außer die Hand ist halt wirklich schlecht. Dann könnte man jetzt halt Bolt, Talia, Angriff, Ponder machen. Wäre auch eine Möglichkeit, mit der man dann. Aber ich glaube, ich würde einfach wirklich den Recruiter nehmen, weil dann wird die Flicker-Wisp halt direkt unendlich schlechter. Mm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Außer man hat einen Thoughtseize. Es ist relativ egal. Bolt Italia. Angriff, ja, Bolt den anderen, ja. Ja, so hätte ich es aber tatsächlich auch gespielt. Ja, es ist tatsächlich als Removal-Play nicht schlecht. Ja. Oh. Das ist jetzt egal. Der hat ja gemacht, was er soll. Ja. Ja, die Frage ist jetzt halt, warum ist es ein Land mehr? Achso, klar, Flicker ist perfekt. Naja, es ist tatsächlich jetzt die Frage, ob man nächste Runde schon das Swords rausgerichtet und equipped und angreifen kann, weil das würde natürlich jetzt einen herben Swing im Matchup mal geben. Auf jeden Fall.
Außer der Gegner hat einen Cooldown. Aber es ist bis jetzt auch noch nicht so, als wäre der Grixis Spieler. Also, das ist ziemlich ausgeglichen, die Runde gerade. Mhm. Hier ist keiner in irgendeiner Form irgendwie favorisiert. Und Bolt. Der Arcanist Bolt okay. auf der Hand. Das habe ich jetzt aber tatsächlich. Arcanist Bolt auf der Hand. Er hat Croxa. Ja. Ist jetzt halt relativ egal. Auf den Equip. Ja. Nimmt man die runter oder danach? Wenn man es danach macht, ist die Ausrüstung halt auch weg. Aber sie würde halt mit einer Ausrüstung wiederkommen, deshalb macht man das nicht. Das ist noch ein Croxa. Ich würde jetzt wahrscheinlich. Ich würde einfach Plus. Erstmal den Teferi Plus. Mal gucken, dass man vielleicht noch eine zweite Rotquelle zieht. Das wäre vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Oder so. Ja, jetzt würde ich den Croxa auf jeden Fall wegschmeißen. Mhm. Und den Black Engineer legen auf Elemental. Ja, und da auch den Bolt offen haben. Aber der Croxa wird hier gevalued. Okay. Okay. Ist das vielleicht gar kein Croxa, sondern was anderes? Oder ist es ein. Aber da war doch gerade ein Plague Engineer, oder habe ich mich verguckt? Ja, ja. Oh, Kolaganz okay, war das. Das war kein Croxa, das war ein Kolaganz. Okay, okay. Der wurde auch hart geslammt gerade. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt nimmt man hier die Rotquellen raus, damit. Jetzt ist tatsächlich aber Grixis ist wirklich vorne. Mhm. Denke auch. Das ist, das Badlands oder was ist das? Das ist eine Uzi. Uzi, ja. Die wird auch weggemacht. Dann wird getappt und dann wird für den Turn gedrawt. Für den Turn gedrawt. Ja, wollte ich schon sagen. Ein Petty Thief, auch nicht schlecht. Plus Black Engineer, wahrscheinlich auf Human. Wofür würde jetzt das rote Mana bezahlt? Das rote Mana wurde mit dem Port weggetappt. Ach so, okay. Okay. Wurde der jetzt doppelt aktiviert? Der wurde jetzt doppelt aktiviert. Sad. Also der Teferi wurde in dieser Runde doppelt aktiviert. Das ist aber mit dem auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil man echt die ganze Zeit hier plus, da kann man Minus machen, hier kann man dort das machen. Ja, der kann einiges. Ja, ja. Vor allem kann er halt auch super nervig sein, weil er halt super langwierig auch einfach ist. Ja. Ja, jetzt wird er gebounced. Das sieht nicht gut aus tatsächlich für den Death and Taxes Man. Dafür sieht es sehr, sehr gut aus für den Grixis-Spieler. Das ist wirklich eine ganz harte Kontrolle, die jetzt gerade läuft. Ich jetzt die Belfast Tricks noch von oben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ist natürlich gut. Plus der Arcanist. Ja, der Arcanist ist gerade tatsächlich im Friedhof gelandet. Da ist noch einer, glaube ich, auf der Hand. Achso, ja gut, das ist nicht spielbar. Ja, ja. Aktuell noch nicht spielbar. Man kann jetzt plussen, im Notfall mildt man einfach eine Karte. Könnte halt jetzt die Strix wegknallen, könnte fetchen, Arcanist spielen. Ja, das sieht auch genau, nach dem Play aus. Ich würde jetzt aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich gefetcht hätte für den Arcanisten. Was ich glaube, ich hätte einfach das Land gedroppt und den Brazen Borrower gespielt. Brazen Borrower fürs Tempo, ja, ja, stimmt schon. Einfach nur fürs Tempo-Play. Auf der anderen Seite kannst du den halt nächste Runde immer noch machen. Ja, stimmt auch wieder. Und man ist so weit vorne, ich weiß nicht, ob man so weit vorne noch anfangen muss mit Tempo-Plays. Ja, ich glaube, das ist jetzt dann in dem Fall tatsächlich einfach so die Frage, so eine Geschmacksfrage, sage ich mal. Mm. Ja. Ich weiß gar nicht, ich wäre wahrscheinlich für den Brazen Borrower gegangen, weil ich den Arcanisten nicht so hoch gesetzt hätte von der reinen Value her, weil die Arcanisten, die vorher da waren, eh schon das gemacht haben, was sie machen sollten. Ja, aber da sind noch Bowls, da ist noch ein bisschen was zum Finden drin. Das ist schon nicht schlecht. Oh, das ist auch ziemlich gut. Ja, das ist ja jetzt mit dem stimmt. Mit dem Revoker auf der Hand ist natürlich der Arcanist das. Ja, aber das wusste man ja vorher nicht. Das genau. Spielt man jetzt hier für 3 Mana den Petty, den Brazenborough und lässt man sich das wegtappen? Aber ich glaube, von dem Revoker wusste man doch, oder? Der nee. Wurde doch vorhin gebounced durch. Doch, stimmt, wurde gebounced. Jetzt die Frage, ob man jetzt den Brazen Borrower spielt oder sich das austappen lässt, weil für ein schwarzes ist halt schwierig. Ich hätte tatsächlich einfach jetzt erstmal angegriffen.
Nee, man ist ja gerade in der Upkeep. Es wird gerade ein Land getappt. Da kann man nicht angreifen. Ah, ich weiß nicht, ob ich... Jetzt ist genau die Frage, ob man den gemacht hätte oder nicht. Ich glaube, da wird auch hart drüber diskutiert, was hier der bessere Play gewesen wäre. Kommt jetzt darauf an, was man zieht? Ein Narset? Ich hätte... Ja. Narset ist halt auch nicht gut gerade. Ja, greift an, bowlt den Typen weg, plus den Teferi. Weil hätte man jetzt zum Beispiel im Umkehrschluss einen TNN oder sowas gezogen, ist der Brazen Borrower halt nicht mehr das gute Play. Genau, und das wäre jetzt meiner Meinung nach genau die Frage, was man hier jetzt gemacht hätte. Narset wegwerfen, engineered auf 1 für... Ich weiß nicht, wofür man Engineered auf 1 spielt. Esserwalds. Ja, genau, weil Mutti ist schon weg. Ich glaube, das hätte ich hier tatsächlich auf 2 gelegt. Also auf der Hand behalten und dann auf 2 gelegt. Ja, mildt man dann eine Karte. Der Friedhof ist ziemlich groß. Und ich weiß nicht, ab wann der Tefri Ulti hat. Ich glaube, bei 10, oder? Weiß ich gar nicht. Ich habe mich mit der Karte tatsächlich gar nicht so viel beschäftigt. Ja, ist, glaube ich, bei 10. Weil ich den für seine 4 Mana, die er kostet, nicht so gut finde wie den Jace. Da habe ich auch die ganze Zeit gesagt, aber gerade ein Match wie Hidas hat mir, wo ich halt denke, der Jace hätte halt nicht annähernd so viel gemacht, weil er sich nicht annähernd so durchgegraben hätte. Also tatsächlich, wenn man Grixis Control spielt, ohne Arcanist ist, glaube ich, der Jace einfach besser. Mhm. Mit Arcanisten kannst du halt mit dem Teferi noch sowas wie ein Bolt oder ein Push oder so oder auch mal notfalls ein Ponder wegschmeißen und kannst ihn ja mit dem Arcanisten wiederverwerten. Genau. Da tut's ja nicht so weh. Genau. Ja. Und hier kommt auch nichts mehr. Gut, das ist ein 2-1 für Grix Arcanist. Dass ein 2-1 draus wurde, wundert mich schon. Und ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber Jace oder Teferi seht. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.